Ja, herzlich willkommen wieder zum Karate Homeoffice. Ja, zum Abschluss der Woche nochmal wieder ein bisschen schwitzen, werden an der Kata Gion weiterarbeiten. Natürlich die Sachen, die wir bis dahin gemacht haben, wiederholen und dann wieder ein bisschen was dran setzen, sodass wir wieder was Neues haben. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt wieder ein. Einmal Fersen schließen. Sisa. So. Observe. Sensei no re. Temperatur gerne re. Gritz. Okay, wieder erstmal auf der Stelle ein bisschen laufen. Langsam erwärmen. Die Arme direkt mitnehmen. Beide Arme nach vorne kreisen. Und nach hinten kreisen. Und auf und zu klappen. Links nach vorne, rechts nach hinten. Richtung tauschen, rechts nach vorne, links nach hinten. Also auf und zu, breiter laufen und in den Boxerlauf. Nur nach oben boxen. Wieder zum Kopf und nach unten boxen und wieder zum Kopf und ein bisschen hüpfen, links, rechtes Bein, die Hüfte drehen. Okay. Wir gehen nochmal so mit dem linken Bein nach vorne, haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Dieses leichte Steppen. Immer so vor, zurück. Nicht zu hoch springen, sondern eher so ein leichtes Hin- und Her-Gleiten ist es eigentlich. Immer auf dem Weg nach vorne, immer so, klappen wir hier einmal hinten das Bein ein, so als würdet ihr anfersen. Okay, wieder normal. Also ohne Anfersen vor und zurück. Und auf dem Weg nach hinten fersen wir mit dem vorderen Bein an. Okay, einmal Auslage tauschen. Auch hier auf dem Weg nach vorne das hintere Bein anfersen. Ja.
und auf dem Weg nach hinten das vordere Bein anfersen. Okay, wieder Auslage wechseln. Weiterhin dieses Steppen. Einmal Jodan Kamai. Und auf dem Step nach vorne strecken wir einfach die vordere Hand raus für den Kisami Tsuki. Auslage wechseln. Auch hier vorderer Arm streckt. Kisami Tsuki. Okay. So, ein bisschen lockern. Machen wieder ganz kleines bisschen diese dynamische Dehnung. Starten wieder mit den Knien. Und zwar haben wir schon mal, ich bin mir nicht sicher, ob letztes Mal oder davor, haben wir es so gemacht, dass wir das vordere Knie gehoben haben. Ne? Klassisch machen wir ja sonst immer das hintere hoch. Und jetzt würde ich ganz gerne, dass wir das vordere nochmal hoch machen. Dann kombinieren wir das gleich. Und zwar auch hier, ja, dynamisch und eben so schnell und so hoch, wie es eben möglich ist. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie so schwerfällig so aus dem Oberkörper das eigentlich machen, sondern aus den Beinen heraus wirklich hier vorne das Bein, zack, einmal schnell so hoch, so zackig hoch, wie es eben geht. Auf Kommando. H, H, Ni, Sch, San, Sch, Chi, Sch, Go, Sch, Rücksch, Schitsch, Arsch, Gisch, Gisch und Kosa. Auch hier wieder vorderes Bein. Ihr müsst natürlich schon so leicht nach hinten gehen, aber eben das Gewicht auf den Beinen verlagern. Ne? Was ich eben meinte, ist, dass wir halt nicht so den Oberkörper verlagern, damit das Bein hoch kann, sondern eigentlich nur den Schwerpunkt so ein bisschen auf das hintere Bein. Dann könnt ihr vorne sofort das Ding eben schnell anziehen, ja? Ein. H. Nisch. Sansch. Chisch. Gosch. Rücksch. Chisch. Hatsch. Kisch. Jisch. Kosa. Okay, jetzt gehen wir hin. Machen einmal das vordere Bein so hoch, wie wir es gerade gemacht haben. Und dann schwingen wir das hintere Bein, so wie wir es sonst kennen, auch nach oben. Ne? Das heißt, einmal vorne, zack, einmal hinten. Das ist ein Kommando. Ah, ey, sch, 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 ni, sch, sch, san, sch, sch, chi, sch, sch, wo, sch, Rück, Tsch, Tsch, Arsch, Tsch, Kisch, Tsch, Jisch, Tsch, Kosa. Hier genauso, ne? Erst vorne das Bein, spitz nach oben, so schnell und so hoch es eben geht. Und dann das hintere Bein auch wieder hoch schwingen. Ah. H, sch, sch, ni, sch, sch, san, sch, sch, chi, sch, sch, wo, sch, sch, rück, sch, sch, chi, sch, sch, ha, sch, sch, ki, sch, Jitsch, Kosa. Okay, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Und zwar machen wir da jetzt Maigiris draus. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt das vordere Bein. Es muss genauso wie eben auch das Knie nach oben. Und wenn das Knie eben oben ist, schmeißen wir den Unterschenkel raus. Ne? Das heißt, Knie und rausschnappen. Ne? Dann haben wir diesen Maiashigiri. Hinten genauso. Erst das Knie. Ne? Knie rausschnappen, dann haben wir den hinteren. Das können jetzt beides Maigiri Kiage sein, also ein bisschen von unten nach oben geschnappte. Das könnten beides Kikomi sein, also mit der Hüfte stoßen, so wie euch das jetzt beliebt. Wichtig ist nur, dass wir
eben so einleiten, wie wir das gerade mit den Knien gemacht haben, dass das Knie die Bewegung eben anführt. Ja? Zweimal jährlich, immer erst vorne, dann hinten. Hey. San. Chi. Wo. Ruk. Chi. A. Ki. Ye. Kosa. Auch hier wieder vorne, dann hinten. Aich. Ni. San. Ji. Wo. Ruk. Ji. Aich. Okay. Wir gehen hin und machen eine Rotationsbewegung. Erstmal wieder nur mit dem Knie, haben wir auch schon ganz oft gemacht. Wir gehen mit dem Knie über die Mitte und dann nach hinten weg, setzen das Ding hinten ab, dass ihr so einen großen Kreis mit der Hüfte beschreibt. Über die Mitte, nach außen weg. So hoch es geht, wieder mit dem Knie, so hoch ihr das eben führen könnt. Aich. Di. San. Chi. Wo. Ruk. Chi. Aich. Ye. Ye. Kosa, Aich, Ni, San, Chi, Wo, Ruk, Chich, Hash, Ki, Ye, Aki, ein bisschen auslockern. Alles klar. Gut. Wir gehen ins Karate-Hit. Und ja, wie immer 30 Sekunden die Kombination ja mitmachen, üben. Und dann haben wir 60 Sekunden, um die Kombination schnell zu machen. Das heißt, nutzt die 30 Sekunden auch nicht nur zum Ausruhen, sondern um halt die Kombination schon zu verstehen, damit man bei den 60 Sekunden dann Gas geben kann. Das heißt natürlich, dass ihr den 30 Sekunden trotzdem da verschnaufen könnt. Einfach die Kombination langsam machen, damit man die halt eben schon mal versteht. Okay. Erste Kombo. Wir machen einen Kisamizuki und einen Rensuki. Einmal stechen und zweimal. Einmal stechen und zweimal. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Versucht, wenn es geht, alle drei Tsukis auf denselben Punkt zu machen. Präzise arbeiten. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und schneller. Okay, nächste Kombo. Wir
machen quasi die zwei nochmal, machen den Kagesuki und den Stasuki, also auch ein Standard, den wir schon kennen. Ne? 1, 2, 3, 4. Zweimal gerade, einmal rund von der Seite, einmal rund von unten. Zweimal gerade, den Kagesuki von der Seite, den Stasuki von unten. 1, 2, 3, 4. Und schnell. Versucht, den Körper entsprechend zu rotieren. Okay, nehmen wir ein paar Beintechniken dazu und zwar einfach nur den Sprungwechsel mit dem Hitsagiri und einem zweiten Hitsagiri. Haben wir also auch schon tausendmal gemacht, ne? Also Sprungwechsel greifen zum Beispiel Hitsagiri 1, Hitsagiri 2. Wechsel 1, 2. Wechsel 1, 2. Schön hoch die Knie, so wie beim Aufwärmen eben. Hoch, hoch. Und schneller bewegen. Okay. Und noch ein paar Geris dazu, und zwar die zwei Mai-Geris, indem wir vorne schnappen, hinten stoßen. Ne? Haben wir jetzt auch schon oft gemacht, aber ich will halt auf diese Kniebewegung hinaus. Ne? Ja, vorderes Bein, hinteres Bein. Vorderes Bein, hinteres Bein. Vorderes Bein, hinteres Bein. Mai Ashigeri, Mai. Und schneller. Schön hoch die Dinger, also die Beinchen. Wir setzen zusammen. Wir hatten Kisami stoßen, Rensuki, wieder Rensuki, Kagesuki, Stasuki, Sprungwechsel, Hitsa, Hitsa, vorderes Bein Maigeri, hinteres Bein Maigeri, stoßen, 1, 2, zurückziehen, 1, 2, 3, 4, mit Sprungwechsel die zwei Kniestöße auf den Weg nach hinten, das Gewicht verlagern und die Maigeris.
und schneller bewegen. Okay, einmal die Auslage wechseln. Erste Kombo war mit dem Kisami-Zug gestoßen. Dann den Rennzuki. Vor, rausziehen. Vor, vor. Kurz rein, wieder raus. Eins, zwei. Einmal kurz rein und dann zwei gerade hinterher. Rein, eins, zwei. Rein, eins, zwei. Und schneller bewegen. Okay, nächste war, dass wir mit dem Rennzuki starten, zweimal gerade, dann mit dem vorderen Arm den Kagezuki von der Seite, mit dem hinteren Arm den Stazuki von hinten. Erstmal die zwei geraden Schläge, dann schön weit rotieren und aus dem Keller den Haken von unten nach oben. Zweimal gerade, von der Seite, von unten, gerade, von der Seite. Von unten. Und schneller bewegen. Okay, nächste war mit dem Sprungwechsel den Hitsageri mit dem vorderen Bein und dann mit dem hinteren Bein den Hitsageri nachsetzen, den zweiten. Ne? Wechseln, greifen, Hitsa 1, Hitsa 2. Wechseln und greifen, erstes Knie, zweites Knie. Wechseln, greifen, Knie, Knie. Wechseln, greifen, Hitsa, Hitsa. Und schneller bewegen. Falte da. Schön hoch die Knie.
Okay, und die Maigeris hatten wir noch. Hier wieder dran denken, das Knie leitet ein, vorderes Bein, hinteres Bein. Ja, einmal vorderes Bein schnell rausschnappen, hinteres Bein kann dann gern gestoßen werden. Schnapp, Stoß. Ja, oder beide mal schnappen, ist euch überlassen. Ne? Auf jeden Fall müssen die Knie nach oben. Und schneller bewegen. Okay, wir setzen den Spaß zusammen, einmal reinstechen, dann zwei gerade, zurückziehen, nochmal die zwei gerade, den Kagesuki von der Seite, den Stasuki von unten, Sprungwechsel, Kniestoß 1, Kniestoß 2, beim Zurückziehen, so weit zurück, dass ihr das vordere Bein benutzen könnt, hinteres Bein, stechen, 1, 2, raus, 1, 2, 3, 4, Wechsel, Knie, Knie, weit zurück, Mayashigiri, Maigiri. Und schneller bewegen. Yummy! Kurz verschnaufen, einen Schluck trinken. Ui! Das war doch ganz schlecht anstrengend. Okay, gut. Heute gehen wir direkt in die Kata, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, weil, habt ihr schon gemerkt, also wenn ihr die Kata kennt, wisst ihr das sowieso, aber wenn ihr die ja noch nicht kennt, habt ihr jetzt gemerkt, dass die sehr lang ist. Ne? Also wir sind jetzt, ja, ich würde sagen, ungefähr wahrscheinlich bei der Hälfte angekommen und kommt noch ein bisschen was, aber es bleibt bei Techniken eigentlich, die irgendwie bekannt sind, in irgendeiner Form zumindest, ja. Und dadurch, dass sie natürlich so lang ist, muss man sich natürlich viele Abläufe merken. Also normalerweise diese ganzen Rotationen macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, dass wir auf der Stelle sind, aber sind viele Wechsel drin und auch teilweise eben Yaku-Formen, was sonst auch nicht so oft in den Kata vorgekommen ist bisher. Aber ja, wie gesagt, alles irgendwie so, ja, ich würde mal sagen, irgendwie so diese brachialen Techniken, die man so dem Shotokan auf jeden Fall zuschreibt. Ne? Das heißt, ja, vielleicht lang und auch harte Techniken, ne? Aber sehr, sehr geradlinig. Also es ist nicht so viel super Rundes dabei oder so, sondern die schnelle Verbindung eben von den zwei Punkten, ne? Von A nach B.
Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ganz langsam von vorne an durch, bis dahin, wo wir waren. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die nächste kurze Sequenz hat wieder eine Technik, die ihr auch in dieser Kata sogar schon gemacht habt. Das ist vielleicht ganz dankbar. Und dann ein Element, wo ich denke, dass es so ungefähr in der Hyang-Go dann auch drin ist. Okay. Erste Bewegung war, dass wir das rechte Bein ranziehen und mit der linken Hand die rechte umschließen. Dann sind wir mit dem linken Bein zurückgegangen und haben gleichzeitig diesen doppelten Block gemacht, wie wir den auch aus der Heian San dann zum Beispiel kennen. Ne? Mit diesem Uchi do Uke und dem Gedan Barai. Und das eben gleichzeitig ausgeführt. Dann haben wir gesagt, dass wir hier einen Beinwechsel machen und dann die Arme kreuzen. Das linke Bein geht vor. Dieses Ding hier nennt sich Kakewake Uke. Hier war nochmal wichtig, dass der Ellbogen etwas weiter innen ist, damit ich hier auch die entsprechende Spannung wirklich aufbauen kann und das zumachen kann. Dann haben wir gewechselt für den Maigeri, haben einen Jodansuki geschlagen, einen Shudansuki und noch einen Shudansuki. Dann sind wir wieder zurück und mit dem gleichen Bein aber wieder vor. Wieder den Kakewake Uke. Dann haben wir den Schrittwechsel wieder gemacht für den Maigeri. Oizuki, Yakutsuki, Shokutsuki. So, jetzt kam das erste Mal wieder was mit Yaku. Und zwar habe ich den vorderen Fuß, den ziehe ich so weit ran, dass ich hier in diesem Neko Ashidachi stehe, also auf dem Fußballen. Und wichtig war hierbei, dass wir sagen, wir wollen den Genitalbereich quasi verschließen. Gleichzeitig habe ich hier eine Yaku-Ausholbewegung. Das heißt, von dieser Position ziehe ich mich zurück und habe hier die Ausholbewegung oder, wenn ihr so wollt, eben den eigentlichen Block. Ne? Und dann bin ich mit dem Bein, was jetzt vorne ist, auch wieder reingegangen für den Age-Uke und dann einfach mit dem hinteren Arm Yaku zu gehen. Dann haben wir das Bein wieder zurückgezogen, aber dieses Mal das linke Ärmchen oben, denn das hier ist eigentlich ein Schritt vor. Und zwar gehen wir vor, dann mit dem rechten Bein und dem rechten Arm mit dem Age-Uke wieder ein Yaku zu gehen. Dann ziehen wir das Bein wieder zurück. Haben wieder hier den offenen Age-Uke, Bein wechseln, machen dann tatsächlich den Age-Uke. Und dann mit einem ganzen Schritt wäre das hier den Oizuki. So, dann haben wir uns rotiert. Ich zeige das einmal ganz kurz von hier nochmal. Und zwar haben wir uns so rumgedreht, dass wir hier im Kokutsu-Dachi stehen und gleichzeitig den Manji-Uke, nannte sich das Ding, gemacht haben. Das heißt, wir holen eigentlich aus wie bei einem Gedan Barai hier hin, ne, sozusagen, und ziehen uns dann nach hinten raus. Der linke Arm macht auch sozusagen den Gedan Barai und der rechte geht eben nach oben. Ein bisschen wie so ein Jodan Uchi-Uke vielleicht. Ne? Handfläche zeigt dann zum Kopf. So. Und dann haben wir gesagt, dass wir hier im Uhrzeigersinn die Hüfte drehen wollen und leicht nach links rutschen, um in den Kiba Dachi zu kommen. Gleichzeitig von hier haben wir den Kagesuki. Ich mache den immer so leicht fallend dann hier von oben nach unten, weil sich das anbietet, weil der Arm sowieso da oben ist. Ne? Es gibt aber auch die Variante, wo der hier zur Hüfte genommen wird und dann rundherum geschlagen wird. Das ist alles erlaubt an der Stelle dann. Das heißt, von hier rutschen wir rein, haben hier den Kagesuki. Den machen wir so ungefähr auf die Höhe, auf die Außenseite vom eigenen Körper. Dann dreht die Hüfte wieder im Uhrzeigersinn, dieses Mal raus, sodass wir zur anderen Seite in dem Kokutsu-Dachi stehen. Und gleichzeitig machen wir hier wieder den Manji-Uke. Das. Dann habe ich hier rechts wieder den Gedan-Barai und links den Jodan-Uke. Ne? Und dieses Mal rutschen wir mit der Hüfte gegen den Uhrzeigersinn, weil ich wieder in den Kibadachi zurück möchte. Und machen dann hier mit dem Arm quasi die Verwringung wieder in den Kagesuki. So, das hatten wir beim vorletzten Mal schon gemacht. Machen noch einmal bis dahin und dann setzen wir noch die vom letzten Mal drauf. Dieses Mal ohne, dass ich mich jetzt hier irgendwie anders drehe. Oder vielleicht, doch, ich mache es direkt in die Richtung. Ich glaube, dann seht ihr alles. Okay, aus der Yoi-Position, rechtes Bein ran. Linke Hand umschließt die rechte. Linkes Bein zurück. Eich. Dann ziehen wir ran, gehen vor. Kakewake.
ziehen ran. Maigiri, Jodanzuki, Chudanzuki, Chudanzuki. Ziehen ran, das gleiche Bein geht aber wieder vor. Kakebakuke. Ziehen ran, Maigiri, Jodanzuki, Chudanzuki, Chudanzuki. Ziehen das linke Bein ran in diese Katzenfußstellung. Rechter Arm, Jodan Age Stouke, wenn ihr so wollt. Reingehen, Ageuke, Yakuzuki. Dann ziehen wir wieder zurück, dieses Mal Seiten gleich. Machen den Schrittwechsel, Ageuke, Yakuzuki. Ziehen wieder zurück, wieder Seiten gleich. Schrittwechsel, Ageuke, Schrittwechsel, Oizuki. Jetzt haben wir diese 180-Grad-Wendung in den Kokutsudachi mit dem Manjiuke. Wir rutschen rein, Kagesuki. Wir ziehen uns raus, Manjiuke. Wir rutschen wieder rein, Kagesuki. So, und jetzt haben wir einen Gedanbarai. Und zwar einfach um diese, ja, sind ja nur noch 90 Grad, weil wir ja in dem Kibadachi standen, ne? So, und dann hatten wir diese Teishos, also mit dieser Handwurzel. Und hier nochmal ist es hilfreich, den so leicht von unten zu machen und von der Seite. Ja, ich mache das einfach mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir gehen hier wieder mit dem Schritt zurück. Dann geht mein rechtes Beinchen vor. Und ich versuche dann, in den Kibadachi hier reinzudrehen und mache hier so leicht von unten den Teishu. Ich mache es mal einmal in die Richtung, nur damit ihr es seht. Das heißt, zurück, ran und das. Und es ist so ein bisschen, hatte ich ja gesagt, wie dieser Haken, den wir hier schlagen, nur eben mit der offenen Hand. Und dass wir den jetzt hier eben nicht an einem Körper stoppen, sondern eben durchdrücken, also ganz raus das Ding. Ja? So, wir sind nochmal hier mit dem Gedanbarai. Wechsel, Teishu. Ziehen zurück, linkes Bein vor, Teishu. Ziehen zurück, rechtes Bein vor, Teishu. Okay, gut. Nochmal bis dahin. Soweit waren wir bisher. Und dann kommt tatsächlich nochmal der Manjiuke und so ein Morote-Block, Jodan, was so ein bisschen ist wie die Bewegung, die wir hier in der Heian-Godan machen, wenn wir dann aufstehen. Ja? Das heißt, ist auch schon mal irgendwie da gewesen. Okay. Rechts Bein zieht ran. Jo. Links zurück. Mit dem Wechsel in Kakebakuke. Ich, Ni, Sanchi. Und Fu. Wieder für den Maigiri zurück. Ich, Ni, Sanchi. Ziehen zurück. Ne? Seiten verkehrt. Links Bein wieder vor. Aguke, Yakuzuki. Ziehen wieder zurück. Dieses Mal Seiten gleich. Schrittwechsel, Ageuke, Yakuzuki. Ziehen wieder zurück, wieder Seiten gleich. Schrittwechsel, Ageuke, Schrittwechsel, Oizuki. Jetzt die 180-Grad-Wendung mit dem Manjiuke im Kokutsudachi. Wir rutschen rein mit dem Kagesuki. Ziehen die Hüfte wieder raus, dass wir hier wieder im Manjiuke stehen. Und rutschen wieder rein in den Kagesuki. Jetzt machen wir den Gedanbarai. Mit dem Schrittwechsel den Teisho. So leicht von unten und von der Seite den Handballenstoß. Zurück, nochmal. Zurück, nochmal. Okay. So, jetzt machen wir Folgendes. Die Wendungen wären an den Stellen normalerweise alle ein bisschen größer. Ne? Wenn ich jetzt hier gelandet wäre, dann würde ich normalerweise mich jetzt bis nach da drehen. Wir machen die Wendung aber kurz. Und zwar gehen wir hier einfach wieder nur raus in den Kokutsudachi
dann wieder den Manjuke. Und dann zieht ihr einfach das rechte Bein ran und hier seitwärts kommt das dann rein. Ich zeig's mal so. Also aus der Position ziehen wir uns raus und dann gehen wir in die Richtung und schließen hier so seitwärts das ab. Der Ellbogen sollte ungefähr auf der Höhe von der Schulter sein und die Füße sind jetzt ganz geschlossen. Ne? Das heißt, ich stehe so leicht auf. Ja? Das heißt, es könnte vielleicht so ein Hebel sein unterm Arm oder so. Ne? Ich drücke den mit der einen Seite runter und mit dem anderen mache ich den nach oben. Vielleicht, ne? Irgendwie sowas in die Richtung oder so. Das heißt, von hier nochmal ziehen uns raus und gehen hoch. Jetzt müssen wir uns absenken, ziehen uns hier wieder leicht zurück, ne? Und gehen da wieder rein. So, noch einmal in die richtige Richtung. Das heißt, wir hatten mit dem Rücken quasi zur Kamera oder mit der Seite zur Kamera, von der Kamera weg auf jeden Fall, den Teisho gemacht und machen dann den Manjuuke zur Kamera. Machen hier einmal diesen rote Block oder Wurfansatz oder Hebelansatz. Dann gehen wir leicht runter mit dem Gewicht, machen das rechte Bein raus, hier nach rechts auch wieder den Manjuuke. Stehen nach rechts auf, machen hier den rote Block. Einen machen wir noch dazu, und zwar drehen wir uns jetzt nur zur Kamera hin, kreuzen die Arme oben und machen die hier auf, so als würdet ihr so doppelt vielleicht einen Gedanbarei machen. Ja? Genau. Ja. Nochmal bis dahin. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend, wenn ich mit dem Rücken immer mal wieder zu euch stehe. Dann sind ja relativ viele Bewegungen. Wenn irgendwas unklar ist, sagt das einfach entweder jetzt ins Training rein oder schreibt mir eine WhatsApp oder eine SMS oder ruft mich an. Dann können wir das nochmal im Detail machen oder versuchen, aus anderen Winkeln halt anzugucken. Ist ja dann doch anders, als wenn wir in der Halle zusammenstehen. Okay, nochmal. Jo. Rechtes Bein zieht ran. Jo. Linkes Bein zurück. Ich. Wechsel der Beine. Ich. Das ist auch langsam. Jetzt sind wir schnell. Den Maigiri und die drei Zuckis, ein Kommando. Ich. Wir ziehen zurück und gehen wieder vor und wieder langsam machen wir das. Und wieder Maigiri und die drei Zuckis schnell. So. So, jetzt haben wir die Sequenz mit dem Zurückziehen und Vorgehen und dann mit dem Yakuzuki. Und das ist auch recht schnell. Ja? Das heißt, wenn ihr euch hier zurückzieht, ist das nur kurz und dann gehen wir direkt wieder rein. Ne? So als würdet ihr euch irgendwie rausziehen, euch hier schützen, das vielleicht festhalten, reingehen und nochmal nachschlagen. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen, dass das ein kurzer Schutz ist und dann machen wir zwei Techniken nach vorne, die halt einschlagen. Ne? So, das heißt, wir ziehen zurück und gehen sofort wieder vor. Ey, okay. Jetzt machen wir dasselbe, nur mit einem Schrittwechsel. Ne? Das heißt, wir ziehen zurück und gehen sofort vor. Ja? So. Wir ziehen zurück und gehen sofort vor. Und einmal schnell. Ey. Jetzt habe ich mich vertan. So. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit labert. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber dass wir uns zurückziehen, vorgehen und dann wieder mit einem Schritt den Zuki machen. Also nicht im Stand den Zuki wie bei den anderen, sondern mit dem ganzen Schritt. So, das heißt, wir ziehen uns zurück. Aguke. Und Schritt Zuki. Ja? Hey. Okay. Jetzt haben wir den Manjuuke Kagesuki und die gehören auch zusammen. So als würde ich hier blocken kontern. Ja? Probieren wir mal aus. Wo sind wir? So, so, so. Ja. Oh, oh mein Gott. Ich nie. Und das gleiche zur anderen Seite. Ichi. Geh
Geh dann bereit. Und dreimal den Handwurzelschlag, Handballenschlag, den Teisho. Ey. Nee. So. Jetzt gehen wir wieder hier raus und sofort hoch. Das gehört zusammen, ja? Ey. Und zur anderen Seite genauso. Nee. Und jetzt ganz langsam genießen. Kreuzen, Zahn. Okay. Nochmal bis dahin. Ja, ein bisschen kommt noch. Und auch noch ein bisschen mit Knoten in den Armen, würde ich sagen. Also bleibt spannend. Also unsere neue Kombo ist quasi nur das, 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 das und das. Reicht ja auch. Noch einmal. Jo. Rechtes Bein zieht ran. Ich. Ich. Maigiri drei Zuckis. Chi. Maigiri drei Zuckis. Zurückziehen, Age Uke Yakuzuki als ein Kommando. Ich nie. Zurückziehen, Age Uke mit dem Schritt vor und Yakuzuki ein Kommando. Wieder zurückziehen, Age Uke und Oizuki. Also ganzer Schritt. San. Den Manji Uke. Ich. Genau, sofort den Kagesuki hinterher, hatte ich jetzt nicht gesagt. Manji Uke Kagesuki. Ich nie. Den geht dann bereit nach links. Ich. Und die drei Teishos, also mit dem Handballen. Ich. Nie. So. Jetzt wieder den Manji Uke und das Aufstehen. Ichi. Sanchi. Oh. Yummy. Okay. Für dieses Aufstehen, da gibt es auch verschiedene Arten wieder für die Handhaltung. Ne? Ich mache es so, wie ich auch den Moroto Uchi Uke zum Beispiel mache. Ich mache das so, dass der meine linke Faust im Prinzip hier auf der Höhe von dem Muskel hier liegt. Also kurz über dem Ellbogen, einfach so da dran. Ne? Und da hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist wahrscheinlich keine Unterstützung. Ne? Wenn ich hier drücke, dann wäre das ja eher so ein Hebel. Es ist vielleicht hier, dass hier schon die Faust da ist, ne, und ich eben zum Beispiel reingehe oder eben hier etwas greife und eben da hochgehe. Also eher solche Dinge würde ich da rein interpretieren. Okay, Judy, wir nehmen, wenn ihr habt, ein Schlagpolster oder eine Jacke, ein Kissen, ein Handtuch, ein Pullover, was euch so einfällt, irgendwas, was einen Schlag halt abdämpft. Ne? Und wir machen ein bisschen Fitness- und Kontakttraining in einem. Haben wir schon ein paar Mal gemacht mit so Halteübungen und Schlägen dann auf den Boden. Und zwar gehen wir hin und legen den im Prinzip hier einfach ja, neben unsere Füße. Und wir können jetzt hier einfach schon mal in die Liegestütze daneben gehen und gehen hier schon mal so hin, dass ihr euch gut halten könnt. Ihr könnt jetzt mit dem Po ein ganz klein bisschen oben bleiben, damit es nicht zu stark in die Lendenwirbel geht. Sauberer wäre natürlich ganz gerade, aber ich finde es ganz gut, wenn wir den Rücken nicht zu sehr da belasten an der Stelle. Wir machen Folgendes, und zwar nehmen wir den immer einmal hoch, legen den wieder ab, positionieren unsere Faust und schlagen ja, zweimal einen Zuki. Dann gehen wir mit der Hand daneben,
ziehen den rüber und dann machen wir eine Liegestütz. Dann nehmen wir den, also ich hoffe, ihr macht schon fleißig mit, nach oben, nach unten, positionieren unsere Faust, zwei Zuckis, ziehen den rüber, machen eine Liegestütz. Bringen den nach oben, wieder runter, positionieren unsere Faust, zwei Zuckis, wieder daneben, ziehen rüber, ein Liegestütz. Wieder hoch, runter, positionieren die Faust, zwei Zuckis und rüber und einmal yummy. Sehr gut. Okay. So, jetzt gehen wir hin, nehmen den einfach hier, ja, soweit es eben möglich ist, quasi zwischen die Beine, dass er nicht ganz so dolle wegrutscht. Oder ihr könnt den auch vielleicht, ja, oder so, irgendwie mit einer Hand halt fixieren, dass er halt nicht weg ist. Und dann machen wir hier Schläge. Wenn ihr den zwischen den Beinen fixieren könnt, dann könnt ihr hier mit beiden Armen halt arbeiten. Wenn ihr den nicht fixieren könnt, dann könnt ihr halt hier nur mit einer Hand arbeiten und müsstet dann wechseln, aber das kriegt ihr bestimmt hin, die Transferleistung. So, wir machen Folgendes. Wir arbeiten, ja, so 10 Sekunden vielleicht, einfach hier schneller in die Pratze. Dann bringen wir den zur Seite und gehen wieder